Tada, auch da bin ich wieder, Biggernox Barbecue. Heute machen wir ein paar Chicken Wings und ein paar Drumsticks, so ein bisschen speziell zubereitet. Außerdem kommen auch noch zwei, drei Gäste, die eventuell auch was mitbringen. Also weiß ich noch gar nicht so ganz genau, was hier alles auf den Grill kommt. Und wer das sehen will, der bleibt einfach dran. So, wir machen heute Hähnchen, besser gesagt Chicken Wings und ein paar Drumsticks. Denn der Coronavirus, der hat auch so ein bisschen unser Leben beeinflusst. Eigentlich wäre ich nämlich heute mit meiner Band unterwegs gewesen und das hätte dann ungefähr so ausgesehen. Aber es wurde alles abgesagt. Und das ist auch in Ordnung so. Sicher ist sicher und schauen wir mal, was die nächsten Wochen so bringen werden. Aber wir haben gesagt, ja, so zwei, drei Mann von der Band haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Da habe ich gesagt, ich werfe den Grill an. Und direkt zwei haben zugesagt und kommen gleich rum. Dann kommt, glaube ich, noch der Björn rum von 0231 Barbecue. Und mal gucken, vielleicht bringen die noch irgendwas mit. Und wenn nicht, dann habe ich hier aber auch genug Chicken Wings und Drumsticks. Und die wollte ich heute mal so ein bisschen spezieller machen. So habe ich die nämlich auch noch nicht gemacht. Und zwar habe ich mir hier wieder von Don Marcos ein Gewürz mitgenommen, und zwar Pickwing. Das soll super für Hähnchen sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wird also heute auch mein erster Test. Ich habe es probiert und es hat einen geilen Bacon-Geschmack. Also ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Und ja, bin einfach gespannt, wie das Ergebnis sein wird. Denn einige von den Chicken Wings und von den Drumsticks werde ich dann am Ende noch glazen. Das heißt, jetzt marinieren wir die erstmal mit dem Rub. Dann lasse ich die erstmal 2-3 Stunden ziehen. Das machen wir gleich einfach in den Beutel rein, Rub rein, ein bisschen rumwirbeln, dann ist das fertig. Dann kommen die auf den Grill, dann brate ich die einmal oder grill die einmal scharf an. Und wenn die dann angegrillt sind, lege ich sie indirekt. Dann lassen wir sie gar ziehen und dann so 10 Minuten vor Schluss oder 5 Minuten, ich weiß nicht, ich denke 10 Minuten vor Schluss, hauen wir dann auch von Don Marcos die Orange Habanero Soße drauf. Don Marcos macht da so mehr Barbecue-Soßen im fruchtigen Bereich, also nicht so tomatenlastig. Und die ist jetzt hier auf Orangenbasis. Und Leute, ich habe die probiert. Ich könnte die so mit dem Löffel wegschlabbern und ich glaube, auf Hähnchen, Geflügel oder was weiß ich, geht hier Habanero Orange richtig gut ab. Aber wie gesagt, ist ein Test. Ich weiß es selber nicht, das werde ich erst am Ende sehen, ob es schmeckt, aber ich gehe stark davon aus, wenn das passiert, was ich mir so vorstelle, dann wird das eine leckere Geschichte. So, ich würde sagen, wir marinieren jetzt die Dinger. Wie gesagt, ich nehme einfach eine Tüte, da werden wir alles rein und da kommen die Rubs, kommt das Rub dann drauf. Und wir sehen uns dann in 3-4 Stunden wieder. Also, bis später. So, ich denke, jetzt solltet überall dran sein. Also wieder ab damit im Kühlschrank. Also, bis später. So, da sind wir wieder hier und wie ihr seht, habe ich den Björn dabei von 0231 Barbecue. Wir haben uns gerade die Flügel reingeballert und ich muss echt sagen, ich fand sie mega geil. Wie fandest du sie? Super, genial. Also top. Sehr ehrlich. Cool.
So, die Kollegen sitzen da drüben auch noch. Die haben auch noch ein paar Würstchen mitgebracht und wir hauen jetzt alles so nach und nach hier auf den Grill. Und der Björn, der hat was richtig Feines mitgebracht. Aber das erzählst du am besten. Ja, genau. Erstmal danke, dass ich bei dir sein darf. Ich habe es gerade schon zu Hause auf dem Weg hierhin gesagt. Wir sind hier, um den Burner zu testen. Ja, dafür genau. Bin ich eingeladen und eine Runde grillen hier. Und ich habe mir was Leckeres als Gastgeschenk mitgebracht. Einmal ein schwarze Sau, Asche geaged, Kotelett. Das werden wir uns gleich mal auf dem Burner tun, knapp 500 Gramm. Und ein leckeres Asche-Aged Beef. Und wir werden das jetzt gleich mal gucken, was genau. Der Burner zu sagt. Ne? So, das Keramikbrenner, den heizen wir gerade schon vor, dass der auch richtig Saft gleich hat. Und ey Leute, das Fleisch, schaut mal, wie geil das marmoriert ist. Von wo ist das? Der Ludwig. Der Ludwig, ja. Also wenn es so schmeckt, wie es aussieht und dann noch mit dem Ascherand, dann wird es eine richtig geile Geschichte. Ja. Ne? Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Ja. Ihr kommt wieder mit am Grill und dann passt das. Also Vollgas. Bis gleich. So, wir haben das gute Stück jetzt circa 5 Minuten ruhen lassen bei den Temperaturen. Ich die Hand drauf lege, leg mal Hand drauf. Ist immer noch. Ja, ist eine gute Temperatur. Top, ne? So, dann gucken wir mal. Ist das so die richtige? Das sieht Farbe? Sehr, sehr fein aus. Wir machen den Mittelschnitt, dann seht ihr das. Ja, perfekt. Das ist wirklich, wirklich perfekt. Richtig geil. Da ich das Stück jetzt abgeschnitten habe, bitte. Oh, direkt probiert. Schön die Asche. Mm. Mm. Oh, dadurch, dass du die Ränder schön auch noch angeknuspert hast. Mm, die Asche. Mm, die merkt man aber tatsächlich. Aber lecker, Leute. Und auch butterzart, ne? Butterzart. Ja. Mm. Also ich brauche hier bei dem mit dem Messer überhaupt nicht drücken, das geht. Einmal an der Schärfe und einmal an dem, geht das so durch. Ja, und der Geschmack pur, weil es auch richtig gut. Da wären wir nichts dran. Und ich probiere jetzt auch nochmal. Ja, probierele. Das ist einfach dieser kräftige Geschmack dieser Asche. Ne? Das ja, reicht schon, wirklich, du musst da nichts dran haben. Ich nehme auch nochmal eins von der Mitte. Du musst da echt nichts dran haben. Einfach dieser kräftige Geschmack von der Asche und das ist Hammer. Da brauchst du wirklich nichts dran haben. Da ist, ich hatte gerade ein Endstück, da war natürlich viel Asche. Ja. Mmh. Jetzt so ein Mittelstück ist mega lecker, wirklich gut. Muss nichts dran. Kein Geil. Salz, kein Pfeffer, nichts. Aber wir gucken gleich mal, was unsere Mitesser sagen. Mhm. Wird natürlich alles von allen verkostet und wow. Oh, das kann was, ey. Das Fleisch ist mega. Ja. So, das gute Rind habe ich gerade selber gemacht. Jetzt lassen wir das in David mal machen als Gastgeber, weil er freut sich auf die Schwarte und die sieht richtig geil aus. Ja, richtig geil. Und erstmal, also Vicky, war ein geiler Abend, das sage ich jetzt schon mal vorab. Wir haben echt viele normale Sachen, aber hier auch so außergewöhnliche Sachen gemacht. War alles lecker und hier freue ich mich also wirklich drauf. Hier schneide ich jetzt erstmal am Knochen lang, würde ich sagen. Wir haben übrigens einen Mitesser hier neben uns stehen. Ja, genau, der kriegt hinterher den Knochen. Der Prinz ist nämlich auch wieder da. So, dann sitzt Prinz. Gucken wir mal. Sitz. So, das hier. Fein. Und abwarten.
So, erstmal schön. Also wir sind ja geizig, was das Fleisch angeht, aber Prinz kannst du ruhig ein bisschen. Oh ja, Punkt getroffen. Also. So, schaut euch an. Mega saftig, super geil. So, und jetzt würde ich sagen. Ein Geruch steht schon. Nehmen wir uns hier mal. Also mir fällt es ein bisschen schwer zu schneiden, ich will da reinbeißen. Jetzt riecht auch schon total genial. Auch das Stück ist wieder ohne Salz oder irgendwelche Gewürze. Pur auf dem Grill. Ja, super geil. Mmh. Ja, oh geil. Ja. Jetzt wollen wir es. Ne, wir nehmen jetzt erstmal, dann gehen wir genau. Dann auf. Ne? Wir probieren es immer selber. Genau, hier so ein Stück. Also wenn er. Ich zeige es euch nochmal. Es ist also nicht trocken, es ist noch. Glänzt noch, schön saftig. Ich laufe jetzt durchs Bild. Mach das. Da auch nochmal. Schön saftig. Nicht trocken. Und was sagt der Gastgeber? Ja, mega geil, aber jetzt. Ja, ne? Jetzt. Prost. Mmh. Boah, Schwein. Mmh. Ist ja lecker, die Aschekruste auch wieder, die merkst du wieder, das ist so geil. Das ist, um das zu erklären, so diese Aschekruste, die ist, das ist so ein Mix. Man denkt erst, oh, ist es verbrannt, und dann geht aber dieser Geschmack, dieser Verbranntgeschmack sofort weg und ist irgendwie geil im Mund. Also man kann es schlecht erklären, aber es ist wirklich lecker. Und jetzt mal hier mit dem Fett und so und mit der Kruste. Ist ja Knaller. Und knacken tut es auch. Boah, fuck, ist ja lecker. Also das ist mal zu Dry Age mal was ganz anderes. Asche geaged. Top. Sehr geil. Also wenn ihr mal irgendwie die Gelegenheit habt, schaut mal ins Internet, bestellt doch mal so ein Stück Fleisch. Ja, Ludwig. Kann ich nur empfehlen. Also wirklich, wirklich geil. Werde ich mit Sicherheit mir auch nochmal holen. Also richtig gut. Haben auch noch andere leckere Sachen da. Aber das ist mein Favorit, Asche geaged. So, ja, ich würde sagen, wir geben das jetzt gleich natürlich auch an die anderen mal rüber zum Probieren. Und ich würde sagen, ne, hatten wir einen schönen Abend und sind wir soweit am Ende. Ihr abonniert mal unsere Kanäle, also hier 0231 Barbecue. Ja, ich verlinke David wieder bei mir. Ich verlinke ihn hier auch, ne, und immer wichtig, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Also, bis demnächst. Tschüss, ciao. Und Glück auf. Tschüss. Richtig. Dicke lecker. Ja, das